Nein, jetzt habe ich schon wieder die Batterie gewechselt. Ich wollte doch nur F drücken. Ich wollte doch bloß auf Nachtsicht. Bloß auf Nachtsicht. Achso, hier kann man raus. So. Hallo. Hallo, mein Schatz, ich liebe dich, du bist nicht mein nicht alle doof. Wegen mach ich dir sehr hoch. So. Machen wir erstmal das Brett rein. Oh, da müssen wir wieder was klicken. So. Dann suchen wir uns jetzt hier gleich schon mal den Fluchtpunkt. Also ich weiß nicht, wo wir dann hinflüchten müssen. Oh, wir können dann hier im Kreis rennen oder was? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. So. Oh, was ist das für einer? Alex! Ey, das ist Penny! Das ist Penny Freakman! Für die Leute, die ihn nicht kennen, ich habe mit ihm meinen Let's Play aufgenommen gehabt. Und zwar hatten wir... der Herr der Ringe gespielt gehabt, Let's Play. So, jetzt weiß ich nicht, worauf ich warten muss. Ja, rein theoretisch müssten wir hier runterspringen und dann da... Eiskalt. Ja. Ey, ich bin frei! Ich bin frei! Guck mal, ich bin rausgeflogen! So. Ach du Scheiße. Komm, nimm das Ding und verpiss dich! Zum Glück war leicht, ja. Zum Glück war ich gefallen, würde ich sagen. Hä, wieso? Wir haben doch gerade was gesehen, warum jetzt nicht mehr? Finde einen anderen Weg. So, da kommen wir nicht rein. Dem ging es auch schon mal besser. So, hallo. Oh, hier ist wie eine Gummizelle. Eine Hab-dich-lieb-Zelle. Sehr gut. Finde ich ja auch gut. Es muss total bequem sein, in so einer Zelle rumzuleben. Da ist ein Bettchen! Guck mal, da ist er! Rasche, rasche, rasche! Rasche, rasche, rasche! Oh, da geht er wieder! Ach, ist er jetzt nicht so eine Katze? Ich dachte, der hat die Katzengähne! Jo. Oder auch nicht, ne? Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob der hier wieder Patrouille läuft oder ob der einfach verschwindet. Also ich höre seine Ketten nicht mehr. Doch, da ist er.
Also der läuft hier Patrouille. So, ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich jetzt da aufspringen würde und dann losrennen würde, ob ich dann freikommen würde. Ja komm, machen wir es einfach mal. Na, der ist ein Instant-Tod. Ein Instant-Tod! Nein! Warum hat er mich genommen? Ich bin auch so schreckhaft. Naja, okay. Oh, fetti bum bum, oh, fetti bum bum. Oh, warte mal. Ob der jetzt hier reinläuft? Hallo? So. Oh Mann, der sollte sich da unten verstecken. Ich dachte, das macht er in der Dunkelheit. Aber er braucht ja für alles eine Taschenlampe. Ja, für alles braucht er eine Taschenlampe. Dieser komische Ingo Miles oder wie auch immer hieß, ja. Alter, guckt euch die Stiefel an. Ach, guck mal, der hat Kettenstiefel. Deswegen raschelt er so rum. Ich habe mich schon gewundert, was der für hässliche Stiefel haben muss. Oder... wo er seine Ketten hat. So, jetzt muss ich noch mal sagen. Ja komm, friss mich! Friss mich! Den Sound, den haben sie verkackt. Also den Sound, meine ich jetzt mit den Klangeffekten aus der Ferne. Die haben sie echt verkorkst. Muss ich leider so sagen. Ich finde ihn nicht gelungen. Denn... ja, wie soll ich das formulieren? Der Sound ist einfach viel zu laut. Man ist eigentlich bei dem Typen gar nicht mehr in der Nähe, aber der Sound, der klingt immer gleich. Immer gleich in diesem gesamten Gewölbe. Auch wenn der schon, sagen wir mal, 20 Meter entfernt wäre. Klingt das genauso, als ob er neben dir steht. Und das ist einfach irreführend. Irreführend. Und dann erschrickst du dich natürlich, ja? Weil du davon ausgegangen bist, der ist doch weg. Nein, nicht mit mir, Mann! Bauch einziehen!
Hallo? Das war jetzt so aus dem FF, ja? Also so komplett einfach, einfach nicht stehen bleiben. Einfach machen in der Hoffnung, dass man es schafft. So. Hat ja super geklappt. Das war Überlebenstrieb, nennt man sowas, ja? Hast du noch eine Batterie? Da hast du Batterie oder Kleingeld? Kleingeld! Wir brauchen Kleingeld. Nö. Oh, sind wir also richtig gelaufen? Habt ihr euch das gemerkt? Ich mach das nicht nochmal. Okay. Sehr gut. Also hier gibt es nur einen Weg. Das ist der da rein. Komm. Beiß mich. Was war denn das für ein Geräusch? Es juckt mich. Hallöchen. So. Ich find's cool, dass hier einige Models erstellt haben. Für diese Verstümmelten. Aber die wiederholen sich auch relativ. Oft. Ja, also es gibt, sagen wir mal, sieben Models und die wiederholen sich dann. Die recyceln sie ganz einfach. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang muss in dem Affengehege. Oh, doch. Ah, hier will ich keine Krankenschwester sein. Und du springst mich an? Ja, geil. Bist du mein Freund? Nö, ich nicht. So, ich frag mich, wo Humpty und Dumpty sind. Oh, warte mal, der fingert mir jetzt gleich in den Po rum, wa? Komm. Nimm die verfluchte Acke. So. Oh, das ist so ein Affengehege hier, ey. Hier kannst du. Das ist als ob du im Zoo. Gerade im Wildtiergehege bist, ja? Also bei in dem Wildtierhaus. Wo Haufen Tiere nebeneinander Geräusche machen, wo du dir sagst, Alter, könnt ihr nicht einfach mal alle die Fresse halten? Ich will mal hier in Ruhe mir das Ganze alles angucken, ja? Und dann immer.
boxt er mich jetzt mit Absicht oder? War es einfach nur, weil ich ihm zu nahe gekommen bin?